Also ich glaube, Enno ist auch so ein Typ für so, der ist so auf dieser Ultramarathon-Ebene. Der läuft dann gleich mal 3500 Kilometer. Der fährt dann auch gleich mal 5000 Kilometer mit dem Fahrrad. 1000 reichen dann noch nicht. Das ist so seine Warm-up-Phase. Nicht lang schnacken, wir machen direkt weiter mit der nächsten Bewerbung zur Seven vs. Wildcard und schauen uns die Bewerbung vom guten Enno Seifried an. Genau, wer ihn noch nicht kennt, ich verfolge ihn schon lange, feiere seine Videos, ist wirklich was für die Leute, die ultra Bock auf Outdoor haben, sich auch gerne mal längere Videos reinziehen. Genau, er wird sich gleich selbst vorstellen, aber wir kennen uns nicht persönlich, haben aber auch schon viel geschrieben. Und genau, ist 3442 Kilometer durch Deutschland gelaufen und genau, macht verschiedenste Overnighter, ich sag mal so ein bisschen Trekking, Outdoor, Übernachtungen, dies, das. Wir haben uns letztes Jahr oder vor 2 Jahren sogar sein Seven Worlds Wide Selbstexperiment angeguckt und so weiter. Genau. Deswegen schauen wir mal in die Bewerbung. Schönen guten Tag, ihr Lieben, da ist er wieder. Heute wird es mal ein etwas anderes Video von mir geben, denn mit dieser Aktion möchte ich mich für die dritte Staffel von Seven vs. Wild bewerben. Für die Bewerbung wird ein maximal 7 Minuten langes Video verlangt, deswegen wird es von der Aktion, die ich gleich starte, 2 Videos geben. Einmal die lange Version, ganz normal für meinen YouTube-Kanal, und einmal die 7-Minuten-Version für das Ah, Urvertrauen cool. von Seven vs. Wild. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin der Enno, bin gebürtiger Leipziger, man hört es vielleicht. Ich bin absoluter Naturbursche, bin Filmemacher und Theatermusiker und liebe Ah, das wusste ich gar nicht. Theatermusiker, okay. alles von A bis Z, was irgendwie mit Outdoor zu tun hat. Das interessiert mich wirklich schon, solange ich zurückdenken kann. Ich habe diesbezüglich schon sehr viel unternommen, habe auch ein Buch für National Geographic geschrieben. Also alles, was mit Outdoor zu tun hat, ist meine absolute Passion. Und Next Step wäre Seven vs. Wild. Das Seven vs. Wild Orga Team würde in diesem Video gerne etwas sehen, was man selber noch nie gemacht hat. An der Stelle habe ich mich von Ed Stafford inspirieren lassen und habe eine Durchschlageübung geplant. Ich möchte mich jetzt natürlich nicht mit Ed Stafford vergleichen, denn ich bin hier nur im Harz unterwegs und gegen den Typen ist das wahrscheinlich Kindergarten, aber für mich ist es Okay, komplett cool. neu. Das heißt, ich habe mir eine Route zurechtgelegt, also keine wirkliche Route, sondern Der Harz ist das höchste Gebirge Norddeutschlands. Das Gebirge ist 110 Kilometer lang und bis 40 Kilometer breit. Der Brocken ist mit 3141 Meter höchster Berg und liegt in Sachsen-Anhalt. Ja. 3 Punkte. Bis zu Punkt 1 sind es ca. 10 Kilometer, bis zu Punkt 2 sind es nochmal 10 Kilometer und bis zu Punkt 3, meinem Ausgangspunkt, sind es nochmal 10 Kilometer. Und diese Strecke werde ich mich nur mit diesem kleinen Kompass Also voran. das heißt, er macht so ein bisschen so eine abgewandelte Straight Line, eine gerade Linie Geschichte, oder? Aber nur, dass er quasi das Ganze als Dreieck macht, damit er auch wieder zum Ausgangspunkt zurückkommt. Cool irgendwie, ne? Also ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich komplett straight macht, im Sinne von, ich muss genau auf dieser Linie bleiben. Ich glaube nicht. Aber schon, dass er sagt, okay, pass auf, ich laufe jetzt 10 Kilometer Richtung die und die Gradzahl, dann von da aus 10 Kilometer die und die Gradzahl und dann wieder 10 Kilometer die und die Gradzahl. Und wenn du es mathematisch richtig ausgerechnet hast, müsstest du ja theoretisch wieder am gleichen Punkt rauskommen. Finde ich geil. Finde ich cool. Okay, bin ich gespannt. Wann navigieren? Mal Sieht gucken. man den überhaupt in der Kamera? So ein kleiner Da ist das Ding. Knopfkompass, ne? So, hier ist Isomatte, Schlafsack, Kochzeug, Ah, okay, er ist sogar mehrere Tage unterwegs. bisschen was zu futtern, paar Klamotten, weil es nachts nur 3 Grad werden sollen Aha. drin. Ja, bisschen Kamerastuff, um das Ganze zu filmen. Okay, Loadout, warte mal. Ich gehe mal kurz mit der Kamera nach oben. Kompass ist klar. Rucksack, Schutzunterlage, Isomatte, Schlafsack, kleines Kochset, Wasserfilter, Wärmejacke, 3 Liter Wassersack, Erste-Hilfe-Pflegeset, Messer, Kopflampe, Powerbank, USB-Kabel, Gewicht 4,4 Kilo. Aber er hat jetzt keinen Tarp, Biwaksack, Tarp oder Zelt irgendwas mit, ne? Also nichts gegen Regenschutz. Plus Futter plus Kameraset. Ja, wir gucken einfach mal. Ja, das war es eigentlich auch. Ich werde euch mein Loadout mal hier nebenbei einblenden. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, los geht's und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Peace and out. Peace and out. Ah, hier durch den Fluss. Ah, da hat man schon ein bisschen was gesehen, dass er anscheinend wirklich kein Taub oder sowas dabei hat. Hier circa 30 Meter weiter weg auf einem Parkplatz steht mein Auto Tag und 1, okay. ich schlage mich jetzt direkt hier ins Unterholz.
Ja, ich glaube, es ist quasi nicht dieses Straight-Line-Ding, wo es darum geht, okay, die Linie führt jetzt genau da rum, sondern eher die Richtung. Das heißt, wenn er zum Beispiel auch an einem See rankommen würde, also so verstehe ich es jetzt, ne, dann kann er natürlich auch easy um den See rumgehen, auf der anderen Seite dann wieder weiter oder sowas. Ne? Aber es geht quasi um einen Orientierungsmarsch, oder? Um eine Art O-Marsch mit natürlich auch Durchschlagelementen drin. Ich habe mir die Strecke übrigens vorher nicht angesehen. Ich habe mir einfach die drei Punkte auf der Karte markiert. Ah, geil. Habe das mit dem Kompass kurz abgeglichen, dass ich unterwegs navigieren kann und fertig aus dem Laube. Finde ich cool. Ich habe keine Ahnung, wie oft das hier hoch und runter geht. Bermuda-Dreieck oder was, ja. Das ist aber auch hart hier. Hier, erste Verletzung. Na, wenn es der Einsatz mal nicht wert ist. Man hat vor allem ja nicht die geringste Ahnung, wie lange das so weitergeht. Ja. Das kann sich ja jetzt hier 5 Kilometer so ziehen. Ja. So steil, wie es vorhin an dem gerodeten Hang abwärts ging, mindestens so steil geht es hier gerade bergauf. Und unter dem Gras hier ist irgendwie nur so loses Geröll und dann immer diese umgestürzten Bäume hier. Das geht in die Beine. Aber es macht mega Laune. Das Spannende bei sowas sind ja eigentlich immer diese, ich sag mal, herausfordernden Geländeabschnitte, ne? Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo durchschwimmen musst oder durch einen Fluss durch oder irgendwo langklettern, ne? Mal gucken, ob da irgendwas. Ganz gute Kinofreunde. Ich habe den perfekten Platz für heute Nacht gefunden. Hier direkt am Wasser, sehr geil. Es war ein richtig schöner Tag bis jetzt. Wünsche euch eine gute Nacht. Peace and out. Ja, das ist ja nur die Short-Version. Die lange Version kommt ja nochmal extra für die normalen YouTube-Zuschauer auf seinem Kanal. Aber es sieht wirklich so aus, als hätte er keinen Tarp oder irgendwas aufgespannt. Junge, Junge. Ach geil, das macht so Spaß, Freunde. Ja, ihr wolltet ja auch noch wissen, glaube, warum man denkt, dass man der Richtige für Seven vs. Wild. Ja, bevor du das sagst, ich muss hier ganz kurz mal die Ausrüstung abchecken. Das ist, glaube ich, so ein Ultraleit-Rucksack, oder? Wenn ich mir das hier angucke, so vom Stoff her, sieht das auch aus, als wäre der wasserdicht. Als könnte man das Tragestell hier so ein bisschen verschieben. Sieht irgendwie nach so einer UL-Variante aus. Welt ist. Das ist natürlich immer blöd, wenn man sich jetzt hier selbst beweihräuchert. Aber ich glaube, was Durchhaltevermögen, Zielstrebigkeit, Resilienz angeht, da, ja, bin ich einfach gut mit dabei. Ich meine, ich bin schon mehrere tausend Kilometer am Stück gelaufen. Einmal bis zur weißrussischen Grenze hinter, dann 3500 Kilometer durch Deutschland. Bin 5000 Kilometer mit dem Rad von der Ostsee bis zum Kap Finisterre gefahren. Und da gab es natürlich auch die Momente, wo man dachte. Also ich glaube, Enno ist auch so ein Typ für so, der ist so auf dieser Ultramarathon-Ebene. Weißt du, der läuft dann gleich mal 3500 Kilometer. Der fährt dann auch gleich mal 5000 Kilometer mit dem Fahrrad. 1000 reichen dann noch nicht. Das ist so seine Warm-up-Phase. Also ich glaube, was so Langzeitbelastungen angeht, ist, stumpf ist vielleicht das falsche Wort, aber ich schätze ihn so ein, auch von den Videos, dass er da einfach so, ja, der macht das dann einfach so. Das ist dann der, ich glaube, er kann sich sehr gut in diesen Moment reinversetzen und diesen Moment dann einfach leben so. Er ist dann einfach genau in dem Moment und das ist jetzt so. Und jetzt penne ich halt einfach 300, oder jetzt bin ich aber 165 Tage lang unterwegs und laufe durch Deutschland. Das ist jetzt einfach so. Das ist jetzt mein Leben und das mache ich jetzt einfach. Jetzt Ehrgeiz. Chillen daheim auf der Couch wäre auch. Ja, aber Ehrgeiz klingt so, als müsstest du deinen inneren Schweinhund immer so neu überwinden. Als hättest du so Motivationsprobleme, aber du bist ehrgeizig und machst das dann trotzdem immer wieder. Aber bei Enno habe ich nicht so das Gefühl, dass das, vielleicht so ein falsches Gefühl, dass das so überhaupt da ist bei ihm. So, der committet sich einfach da drauf, auf das Projekt, und dann macht er das einfach. So. Auch geil. Ja, der hat Bock, ne? Ja. Aber das kam für mich nie in Frage. Ich habe halt einfach immer weitergemacht, bis ich mein Ziel erreicht habe. Ja. Und ich glaube, das trifft auch allgemein im Leben bei mir zu. Ich bin selbstständig, das wollte ich immer sein. Für mich kam nie was anderes in Frage. Macher. Und Zielstrebigkeit. Ja, deswegen habe ich immer meine Ziele verfolgt und die einfach knallhart durchgezogen. Genau, da beschreibt er sich eigentlich perfekt. So nehme ich ihn auch wahr. Enno setzt sich einfach ein Ziel und dann macht er das einfach und dann macht er fertig. So, da gibt's, also vielleicht gibt es innerlich auch mal ein bisschen Struggle, dies, das, aber ich glaube nicht so viel wie bei mir zum Beispiel.
Ich kämpfe dann immer. Ich kämpfe mit meinen inneren Dämonen. Ich kämpfe täglich mit meinen inneren Dämonen. Das könnte ich gar nicht vorstellen. Klar, in diesem Fall bin ich natürlich noch an einen Partner gebunden bei Seven vs. Wild, da es ja eine Team Edition ist. Aber ich bin definitiv auch ein sehr sozialer Mensch, was man vielleicht gar nicht denkt, weil ich auf meinen Touren immer alleine unterwegs bin. Wisst ihr, was mich abfuckt? Sage ich euch jetzt schon ganz ehrlich. Also nicht jetzt bei Enno oder so, sondern ich finde, es gibt im Vergleich zu letztem Jahr deutlich, deutlich mehr bessere Bewerbungen, wo man sagt, boah, hätte ich schon gern dabei. Ah, das wird mies. Sag ich euch so, wie es ist? Du könntest, ohne Scheiß, ich glaube, du könntest wahrscheinlich sogar die komplette Staffel, alle 14 Leute mit guten und geilen Wildcards füllen. So habe ich das Gefühl diesmal. Nicht alle Bewerbungen, ne? Aber so aus dem Bauch raus, wenn du jetzt das Video von Enno siehst, denkst du, ja, passt. Passt. Ist cool. Ja, gibt natürlich noch viele mehr, wo es auch so war, wo man dann überlegt, oh Scheiße, ja, für wen entscheidest du dich jetzt so, ne? Das ist halt, das ist mies. Staffel 4, 70 Leute, Last Man Standing. Spaß. War ein Spaß, beruhigt euch. Aber das hat andere Gründe, 70 Wildcards. weil viele Leute natürlich einfach gar nicht so viel Zeit haben, um mitzukommen. Und ich bin natürlich auch gerne alleine, ne? Das steht außer Frage. Ja, wer das nicht weiß, ich habe ja auch diesen 7 Tage Seven vs. Wild Selbstversuch damals Ja. gemacht, noch vor der ersten Staffel. Ja. Und die 7 Tage habe ich natürlich auch durchgezogen. Wer Bock hat, sich das anzuschauen, Werbung. Das Video dazu gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal. Fritz hatte damals auch darauf reagiert. Habe ich mich sehr gefreut, fand ich Auch cool. geiles Lager, guck dir das an. Erinnere ich mich noch dran. Schön, der hat er mit Kohle noch probiert, die Geschichte und so weiter. Ja. Bliblablub, was ich damit sagen wollte. Ich Und was ich auch finde, Enno wirkt immer sehr bescheiden. Ne, das merkt man auch so ein bisschen, er erzählt quasi über Sachen, aber redet das manchmal selbst noch so ein bisschen klein oder sagt so, ich will mich jetzt nicht selbst beweihräuchern, ich will nur so ein bisschen zeigen, was ich gemacht habe, naja, bla bla. So, ne? glaube, ich kann durchziehen und Ja. habe ausreichend Willenskraft für so ein Projekt. Raus aus dem Schlafsack und auf in den Tag. Komm mir vor wie eine Bergziege. Was mich tatsächlich interessieren würde, jetzt bei gerade speziell für diese Tour mit den Dreiecks, hat er das gesagt, wie weit die Linien jeweils sind? Also wie weit die gesamte Tour ist oder wie viel Kilometer er in eine Richtung läuft? Bis zum 10 Kilometer? Waren es 10? Okay, dafür habe ich einen Chat. Also insgesamt quasi 30 Kilometer durchschlagen. Ah. Oh, krass. Das ist schon ordentlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die Community freut sich, wenn ich mich später freue, wenn ich bei Seven vs. Wild dabei bin. Und auch viel Glück allen anderen Bewerbern, denn ich gönne das wirklich jedem. Auch wenn ich mich natürlich freuen würde, wenn ich ausgewählt werde, aber gönnen tue ich das dennoch jedem. Und Macher und ein Gönner. ich werde mir Seven vs. Wild so oder so anschauen. Mit mir oder ohne mich. In diesem Sinne, Freunde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Peace Peace and and out. out. Lost Places and Outdoor Adventure. Enno Seyfried. Okay, wir machen ein kleines Standbild hier. Oder mal für die Abstimmung, Leute. Hier, komm, das machen wir. Okay, neue Abstimmung. Feedback in die Kommentare. Ich lese wieder das ungeschönte Feedback der Community vor. So, der muss mit, sympathisch, gute Gründe, ein Macher, ja, passt ins Format, ja, finde ihn sympathisch und er hat Ahnung. Vielleicht nicht 100% kurzweiliges Video, aber mega sympath, ja, der Typ hat es verdient. Ja, auch wenn ich mich selbst beworben habe, muss ich sagen, ich würde ihn auch gerne sehen. Sympathischer Typ, er passt in das Format, der Mann ist seit Jahren eine Bank und wird liefern. Top-Mensch, Vorbild. Ich glaube, der könnte richtig was zeigen. Scheint Skills zu haben. Ja, sympathisch. Er darf gerne dabei sein. Finde ihn sehr ehrgeizig und er darf gerne mal mitmachen. Eine echte Konkurrenz für Fritz und Martin wäre echt gut, wenn er dabei ist. Ja, bei Bohnen ständig bescheiden, aber Macher. Krasser Typ, sympathisch, aber so ganz hat er mich noch nicht. Ist ja auch völlig okay. Also, ne, ihr könnt ja das schreiben, was er wirklich denkt. Sehr entspannter Mensch, absolut sympathisch. Ein Muss. Enno ist ein Macher mit Biss und kein Schwätzer. Er wäre auf jeden Fall sicherer Kandidat, auf den man zählen kann. Sehr sympathisch und man kann sich unterhalten. Wirkt sehr reflektiert und bodenständig. Okay, 85% für ja. Das ist auf jeden Fall schon mal ja, recht viel, definitiv. Danke dir, Enno, auf jeden Fall für die Bewerbung.
Und genau, schaut gerne bei ihnen vorbei, guckt euch die Abenteuer an. Und wir starten gleich weiter zum nächsten Kandidat. Danke dir.